von der Tschern. Ja. Ja, einen schönen guten Abend. Für mich hat der heutige Abend mit einer sehr humorvollen Bemerkung begonnen von Nora Gombringer, wie sie vom Alter gesprochen hat. Wenn ich da an mein Alter gedacht habe, habe ich kurz geschmunzelt, habe es dann aber bleiben lassen, weil in Leoben habe ich einen 92-jährigen Slammer auf der Bühne gesehen, da brauche ich auch nichts mehr mit dem Alter kopieren. Mein Text lautet: Zu Ende gedacht. Stell dir einmal vor, ein Weg, ein kleiner murmelnder Bach, Sonne, wohlig warme Stille, wie sie nur der Sommer kennt. Da, eine kleine Gruppe Wanderer, eine fröhlich bunte Schar, und mittendrin bist du. Lachst herzhaft über einen Witz, den dein Wanderführer über Grenzen machte, indem es ums Überwinden dieser Grenzen ging, um Liebe, Nächstenliebe. Niemand dachte an Neid, Leid oder schelmisch verdrehte Rache. Nein, das kennt er nicht, dein Führer, dein H.C. Strache. Oha, du bist im falschen Film? Das denke ich auch. Bei Strache ist's doch braucht, dass nur die Zähne lachen. Doch, das irritiert nur leicht, du wanderst mit. Vielleicht nicht ganz im Schritt im Gleichen, doch reichen dir seine Argumente vom vollen Boot, den bösen Asylanten, Sozialschmarotzern samt Verwandten, um mitzugehen. Es reicht, sagst du, voll Zorn, und er, auch er stimmt freudig zu, der hoffentlich nicht Bundespräsident Norbert Hofer bei der Wanderung über Stock und Stein soll sein. Dieser nette, ruhige Mann tut ja niemand nichts zu Leide. Nicht mal den Tieren ist kein Fleisch, nur Kreide. Stell dir mal vor, wohin die Wanderung geht, wenn der Wind sich stärker noch nach rechts hin dreht. Wir bauen uns rot-weiß-rote Schranken, ziehen Mauern hoch mit unseren Neid- und Hassgedanken, und es kommt nur rein in unser Land, wer Urlaub macht. Kein Asylant. Stell dir einmal vor, augengleich, wie Strache hier, gelingt es in Frankreich, Marine Le Pen, die Franzosen so weit nach rechts zu drehen, dass auch sie die Tore schließen. Und in den Niederlanden lässt Gert Wilders die Mauern in die Höhe schießen. Orban hat in Ungarn schon seinen Zaun, und stell dir weiter vor, Italiener, Polen, Finnen, Schweden, Deutsche, Dänen beginnen ihn zu bauen und wähnen sich sicher nur im geschlossenen Land. Stell dir einmal vor, die EU zerfällt, und aus dem Chor, der sich seit vielen Jahren langsam, mühsam findet und Beethovens Europahymne zugegeben noch mit vielen falschen Tönen singt. Stell dir einmal vor, aus diesem Chor werden wieder Einzelstimmen, rechts, rechte Einzelstimmen, deren Ton zwar etwas schärfer, insgesamt aber noch sehr verhalten klingt. Noch, denn sie haben viel zu tun, die wackeren Helden, vorerst. Doch ruhen werden sie, wenn ihr Werk vollbracht und um jedes Land Bauern stehen, weit höher als von dir gedacht. Stell dir einmal vor, sie haben sich formiert, sind im EU-Parlament eine Fraktion. Der Hohn ist, dass sie ihre eigenen Gedanken nicht zu Ende bringen. Denn sollte es ihnen gelingen, dass irgendwann jedes Land seine alten Mauern wieder hat, werden sie erkennen, es fehlt ihnen das, was sie jetzt so eint. Auf einmal fehlt der ganzen rechten Scheiße der Feind, der Gemeinsame, der Flüchtling, der Asylant, der vom Krieg bedroht vor den Trümmern seiner Heimat stand und nur eines wollte: seines Lebens sicher sein und darum nach Europa fuhr. Dagegen ließ sich's von rechts ganz trefflich gemeinsam schreien. Doch wenn alle Grenzen dicht sind, die Flüchtlingslager leer, werden dann die Hetzer leiser? Nein!
ein Hetzer bleibt ein Hetzer, ein neuer Feind muss hier und dem. Ist leicht gefunden, jenseits der Grenzen, bei denen Ungarn, Tschechen, vielleicht bei Italienern und Slowenen, und lauter werden jetzt die Töne, fliegen kreuz und quer und irgendwann schreit irgendwer laut: Stopp, es reicht! Und schon fließt Blut. Stell dir einmal vor, ein Weg, ein kleiner, murmelnder Bach, Sommer, wohlig, warme Stille, wie sie nur der Sommer kennt. Da, eine kleine Gruppe, verwundete Grenzsoldaten mit geschultertem Gewehr, keine fröhlich bunte Schar, die Blicke leer. Und mittendrin bist du. Stell dir das nur einmal vor.